Liebe Zweiradfreunde, hallo und herzlich willkommen zum Saisonfinale 2011 der IDM hier auf dem traditionsreichen Hockenheimring. Und wie auch im letzten Jahr besuchen knapp 30.000 Besucher diese diesjährige Veranstaltung hier. In den 8 Rennveranstaltungen der Serie haben insgesamt 165.000 Zuschauer letztes Jahr diese Veranstaltung besucht. Das heißt, sie entwickelt sich immer mehr zu einem großen Publikumsmagneten, auch außerhalb unseres europäischen Kontinents weit hinaus. Internationale Gäste sind hier vertreten und auch wir von Motormagazin zeigen euch heute die aktuellen Highlights hier aus dem Fahrerlager und von der Strecke. Viel Spaß dabei! Hallo, mein Name ist Michael Galinski, ich bin der Teamchef vom Team Yamaha Motor Deutschland und wir sind jetzt hier am Hockenheim, leider schon beim letzten Rennen dieser Saison. Und wenn ich das die ganze Saison mal so Revue passieren lasse, haben wir natürlich uns schon noch ein paar mehr Podiumsplätze hier versprochen in dieser Saison. Aber die ganzen Leute von uns haben gute Arbeit geleistet. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder weiter vorne fahren können. Das Niveau in der Klasse ist wirklich gestiegen. Es ist alles enger geworden. Wir haben, wenn ich daran denke, dass wir in der Lausitzring angefangen haben, dann ist das so wie gestern. Wir haben viel Testarbeit gemacht. Wir waren in Südfrankreich testen vor der Saison. Und wenn ich jetzt so sehe, wir haben den besten Platz, den wir machen konnten, war ein zweiter, also ein guter Podiumsplatz. Der schlechteste war, glaube ich, ein Achter oder ein Neunter. Also insgesamt sind wir mit der Saison zufrieden, aber ausbaufähig fürs nächste Jahr. Schauen wir einfach mal. Ich hoffe, dass wir wieder die Sponsoren zusammenbekommen, bei denen wir uns auch richtig und recht herzlich bedanken wollen hier. Und ja, und dann werden wir im nächsten Jahr wieder angreifen. Dankeschön. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Gerd Habermann, alter Bekannter. Ich warte schon seit Wochen auf mein DHL-Paket, aber da habe ich heute leider Pech, weil der Gerd ist heute mit Ficken unterwegs. Servus, Gerd. Servus, Willi. Alles klar? Alles Roger, jawohl. Ja, ich habe das schlechte Wetter bestellt, genau. Und du bist schon wieder voll am Fahren, wie wir sehen. Ja, gut, fahren wird wohl nichts, weil es regnet. Ja. Eigentlich war geplant, jetzt eine Taxifahrt zu machen in der Mittagspause beim Pitwalk. Aber die Strecke ist zu nass. Wir fahren jetzt einfach ein bisschen das Fahrerlager, ein bisschen Promotion machen. Neben uns steht jetzt IDM-Serienmanager Jochen Schäfer. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. IDM auf dem Hockenheimring, das Finale, jedes Jahr immer wieder das Top-Highlight für die Motorradfans hier aus der Region. Ja, wir sind froh, dass wir jedes Jahr hier sein können. Wir haben immer super Veranstaltungen hier mit super Fans, die machen hier richtig Stimmung. Und wir haben vorhin gehört, dass es einen schweren Unfall gegeben hat in der Sachskurve. Wissen Sie was Genaueres? Wie geht es dem Fahrer? Ich habe jetzt bis jetzt noch keine Informationen vom Fahrer. Aber ich denke, das wird glimpflich ausgegangen sein. Okay. Und die Zeitverzögerung macht uns heute auch wieder ein bisschen zu schaffen. Öl auf der Fahrbahn, das verzögert natürlich jede Motorsportveranstaltung, insbesondere natürlich auch hier die Zweiräder. Ja, wir haben jetzt Spannung pur. Ja. Leider ist Öl auf die Fahrspur gekommen. Jetzt war Ölbeseitigungsfahrzeug, hatten wir draußen, Feuerwehr draußen. Ja. Und jetzt geht es gleich los mit dem ersten Superbike-Rennen. Wir sind alle gespannt. Und wir haben auch gehört, dass jetzt die Runden sogar gekürzt wurden, weil wir so unter Zeitdruck sind, ja, dass wir nochmal die letzten Rennen hier ausfahren können, dass die Leute auch nochmal ein bisschen Motorsportfeeling hier genießen können. Ja. Ganz genau, wir haben noch 5 Rennen vor uns, ja. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir im Zeitplan durchkommen. Und dieses Jahr auch zum ersten Mal, wie gesagt, eben die Motor Stunt Show, die dieses zum ersten Mal dabei ist. Wie kommt das an, wie wird das angenommen von den Leuten hier? Also ich habe bis jetzt ganz gutes Feedback bekommen dafür. Ja. Wir haben immer Leute, die außen rum stehen, die es gut annehmen. Ja. Gerade jetzt in den Pausen, wenn es ein bisschen Zeitverzögerungen gibt, ja. Zeitverschiebungen, ja. Nehmen die Leute das sehr gut an. Das ist sicherlich eine Bereicherung im Rahmenprogramm von der IDM. Hervorragend, wunderbar. Kurzer Ausblick bitte für uns nochmal für 2012. Wissen wir da schon was? Sind das die gleichen Stationen wie dieses Jahr auch schon? Werden es wieder 8 Stationen werden? Können Sie was verraten?
Also wir planen mit 8 Stationen. Ja. Den endgültigen Zeitplan können wir leider noch nicht haben, ja, da wir auch auf internationale Events noch warten müssen, auf die, ja, offiziellen Zeitpläne. Ja. Aber ich denke, es wird im gleichen Umfang bleiben wie dieses Jahr auch. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich für das Interview. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das war das IDM-Finale 2011 hier auf dem traditionsreichen Hockenheimring. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns, wenn ihr demnächst wieder einschaltet auf motormagazin.eu. Bis dahin, tschüss.